ziemlich gewundert, dass die Demokratische Partei dieses Projekt präsentiert, weil an diesem Projekt ist eigentlich überhaupt nicht liberal, mit das alles sozialistisch. Das ist ein Projekt, das auf den Weg geht von Kollektivismus, von Bürokratie, von Ungerechtigkeiten, von Gruppendenken, von den individuellen Sozialen. Und das ist eigentlich alles für nicht liberal, alles für nicht die Philosophie, die die Demokratische Partei sich soll vertreten. Ich will aufhängen mit vielleicht einem Kommentar über die Bürokratie. Wir haben hier Plan de Réussite scolaire, Plan de Développement scolaire, alles pluriannuell, schwer bürokratisch Prozeduren, die hier angefeiert gehen. Eine Schule, die sich will entwickeln, braucht kein Gesetz, wie hier zu sagen, wie ein Plan oder wie ein Demarche soll abschließen, wie hier Qualität oder wie hier ein Konzept zu entwickeln. Dafür brauche ich kein Gesetz, dafür brauche ich einen motivierten Corps Enseignant. Und ich meine, da wäre es gut. Wir müssen hier auch immer mehr große Wasserkap am Ministère de l'Éducation Nationale mit einer Agence de Qualité, die die Pläne da guckt, und da muss das vom Minister approuviert gehen. Da schwätzen wir über ein Observatoire National de la Qualité Scolaire. Alles das trägt bei zu einer Entwicklung mit einem riesigen Wasserkap. Mir wirklich geht, was kommt dabei raus? Wir hatten für drun über an Eisenhower, im Süden von Minister, eine Mediokrität bei den PISA-Resultaten geschwert. Wir müssen unter Jahren ein Nivellement werden bei unseren Schulen. Und wir können administrativ Wasserkap bauen an der Education National. Mit darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir endlich als Jungkleid zu gut wie möglich auf Leben vorbereiten, an das Gesetz dreht nicht dazu bei. Das Zweite, was man muss sagen, ist die Approche zum Kollektivismus. Dann ist hier die Idee angeführt, die vier Reden, die sie beschrieben, ich will nicht wiederholen, dass eigentlich kaum mehr individuell mit dem Enseignement geschwärt, zweimal an einer ganzen Karriere, und dann die Kollektiv Gespräche angefeuert gehen. Das erinnert mich an Kulturrevolution nach China und andere Sachen, die man kannte und an der Geschichte. Aber das ist auf jeden Fall nicht das Prinzip vom Respekt für den Einzelnen. Aber wenn der Herr Adam auch sieht, natürlich kann ein Direktor einen Einzelnen noch invitieren, wie man da habe ich da gespräch, dass ich vielleicht Einzelner diese steuerlegistisch oder andere juristische Konsiderationen refugieren, wie das vielleicht nützen wollen. Tatsache ist, dass auch den Einzelnen Enseignant für sich einen Plan de Travail möchte. Tatsache ist, dass den Einzelnen muss Gelegenheit kriegen, über seine Leistung mit seinem Direktor oder Inspektor zu diskutieren. Aber wenn der Direktor oder Inspektor sich in einer Kollektivität gegenüber gesagt, dann ist vielleicht Gruppendynamisch auf vier programmiert, dass der besonders gut bewährt, weil er will sich ja wahrscheinlich nicht den Unwille von der ganzen, von dem ganzen Corps Enseignant, Corps Administrativ und anderen an der Schule zuzählen, sodass er längst schon aus den Überlegungen muss vorausgesagt gehen, dass wahrscheinlich die Bewertungen immer um Niveau 4 mit der Zeit werden landen, weil es kaum ähnlich geht, wenn er noch mit Leuten zusammen schaffen. Dass also eigentlich die Idee selber, wo man eben das Gespräch hier innerhierlich geht, durch einen Belohnungsmechanismus, durch eine Kollektivität, die per Natur ungerecht ist, weil die Schwachen oder Unwilligen geht matt geschläft an die Guten, den Exzellenten, die geht nicht mehr so konsideriert oder belohnt, wie es eigentlich verdient. Und dann werden wir schon der nächste Konsideration auf der Belohnung. Also ist dann nicht widersinnig. Dass ein Enseignant, der besonders gut Schule hält, der besonders gerne Schule hält, den das so möchte, dass er ein Niveau 4 ging verdienen, auch noch dadurch an Anführungsstrichen belohnt wird, dass der Mann Schuld soll halten, wie drun wollen das überhaupt. Als das dann die Belohnung, die sich für sich vorstellt, von der besonders motiviert, also geht die genre Belohnung nicht schlussendlich auf die Kaste von den Schülern, von eigentlich Taschen reduziert wird, von denen, die besonders exzellent sind. Das ist ein Modell, den administrativ geboren ist, mit dem da von ihrem Konzept hier, von seinem Konzept hier nicht kann überzeugen. Wann in der Welt hingeht, wie wird dann nicht eine andere Form von Belohnung erfahren, wie ausgerechnet eng, die dazu reduzieren, wird am besten gemerkt. Und dann noch Terminologie. Natürlich sind wir froh, dass der Pädagoge also Pädagogie spezial nach ein paar abgewehrt wird. Das kann auf vieler Hinsicht ganz wichtig und nützlich sein. Wir auf anderen Plätzen feiern wir auch eine Terminologie an, die auch an unseren Gesellschaften kaum hier Platz hat. Comité de la Conférence du Lycée. Ich ging dem Herrn Minister dann direkt rekommandieren, den Zentralkomitee von den Schulen anzufeiern, weil so wie Sozialismus, wie an diesem Projekt, das haben wir schon lange nicht mehr an dieser Chambre gehabt.